Hey Leute, der Gryphon, willkommen zur nächsten Folge vom Terra Invicta. Wir machen weiter mit unserer Nahost-Einnehmung von Städten und Ländern und gucken mal, ob wir dadurch genug Ressourcen sammeln können, um die Alien-Invasion mehr oder weniger abzuwehren. Ich habe rausgefunden, tatsächlich, warum auch immer, wenn wir unsere Forschung verteilen, dann steigt unsere Forschung. Warum auch immer. Wir verlieren trotzdem natürlich den Fortschritt bei uns so ein bisschen von der Zeit her, aber wir quasi machen ein bisschen mit beim globalen Forschen. Ich weiß nicht, warum genau, wie es aufgeteilt ist, aber ich lasse es mal so, dass wir hier ein bisschen mitmachen. Wir geben jetzt quasi ungefähr eine Forschung am Tag für die globale Forschung mit rein. Vielleicht können wir hier und da auch mal dann mitentscheiden, was als nächstes geforscht wird. Ich denke aber eher nicht. Wir gucken mal. So, alle haben ihre Aufgaben. Wir machen wieder ein bisschen schneller. Und dann gucken wir mal. Order is returning. Order is returning. Order is returning. Um 1. Was? Nicht schlecht. Entscheidender Erfolg. Das ist krass. So, wir versuchen immer noch die Türkei komplett einzunehmen. Laborenergie, okay. Und Sozialwissenschaften, alles klar. Hier das Wort, wie Herr Vaughn. So, wir haben hier wieder eine Alien-Absturz untersucht in der Ukraine. Wir konnten wieder ein bisschen Forschung und alles erlangen. Eigentlich gar nicht so bad. Oh krass, nice, wir haben es geschafft. Jetzt haben wir aber das Problem, wir sind jetzt wirklich über ein Cap. Wir machen jetzt minus Einfluss. Das ist richtig bad. Aber dann müssen wir durch. So, Kasachstan wächst und gedeiht, wunderbar. Wir kriegen hier immer mehr Investitionspunkte, mehr Forschung. Was ich aber auch gemerkt habe, wir brauchen unbedingt so eine Missionskontrolle. Das kriegen wir wirklich nur absolut minimal. Das ist nachher auch wirklich super entscheidend. Was? So, Iran. Oh Gott, der will unbedingt Nukes haben, der Typ. Tatsächlich brauchen wir Unity. Okay. So, das heißt aber, wir haben die komplette Türkei unter der Kontrolle. Ich glaube, hier werden wir auch mal einen Dings verteidigen machen müssen. So, Militär brauchen wir nicht. Das lassen wir mal so und so. Beute lassen wir auch weg, das ist egal. Inequality ist leider hoch. Also Ungleichheit. Das lassen wir jetzt erstmal so ein bisschen ticken. Und dann gucken wir mal, inwieweit. Aber ich brauche, glaube ich, wirklich einen Verteidigungsschutz hier. Securing our interests. Ready for orders. So, es gibt keine neue Alien-Bedrohung, aber uns wurde ja gesagt, wir sollen unbedingt so einen Alien-Typ finden. Das heißt, ich würde tatsächlich mal eine Standortüberwachung machen. Wo wir hier auch die Unzufriedenheit erstmal noch ein bisschen Restoring order. Ready for orders. We'll turn down the heat. So, wir machen es mal so.
Aber wir müssen jetzt unbedingt hier diesen Verwaltungscap hochkriegen. Wir können mal gucken. Oh, hier. Special Forces Group. Plus 3% Militär. Hm. Nee. Aber genau, ich wollte gucken, ob wir irgendjemand leveln können. Nee, leider nicht. Shit. Wir müssten die Geheimzellen endlich erforschen. Dann können wir noch jemanden einstellen. Das wäre vielleicht noch ganz cool. Aber wir müssen jetzt, wie gesagt, erstmal gucken, dass wir damit hier klarkommen. So, wir bestätigen das jetzt erstmal. So, wir haben die Türkei auf jeden Fall gesaved mit so einem Schutz, dass uns das keiner mehr klauen kann. Ja, wir könnten auch hier irgend so einen Außenpostenkern ermöglicht. Außenposten. Ja. Könnten hier auch einen so einen Billigstart irgendwie freilassen, dass wir da die Punkte nicht mehr bekommen. Das ist gut. Things are cooling off. Das ist auch gut. Perfekt. So. Zeit verstreicht. Nice. In Syrien laufen aus den Ruder. Oh, stimmt. Das ist ein Volksaufstand. Ja, dann müssen wir hier mal dafür sorgen. We'll make things safe. Your orders? Öffentliche Kampagne. Können wir mal in Irak machen. Da sind wir irgendwie nicht so stark. Ready. So. Israel herrscht Frieden. Das geht eigentlich schon. Jordanien. Hier sowas wie Jordanien. Eigentlich könnten wir das opfern. Da würden wir 5 Punkte kriegen. Und hier nochmal 5 Punkte. Hm. Ich halte es noch ein bisschen durch. So, hier ist auch Frieden. Das geht auch super runter. Also wir kommen hier wirklich langsam aus dem Sumpf raus. Ich mache mal hier nochmal auf Einigkeit. Aber wir bräuchten unbedingt diesen Weltraum, das Ding hier. Die Missionskontrolle. Ich meine, wir pumpen schon ein bisschen rein, aber Beute soll weg. Einigkeit kann ruhig bleiben. So, die streiten sich darum. We will restore peace to this nation. I'm here. Sollte keine unschuldigen Umstände frieren, ohne und dann sind unnötig, bla bla bla. Der Irak ist leider auch nicht sehr stabil. Einmal machen wir noch. Ich denke mal, dann können wir die auch aufwerten. Ja, wie gesagt, wir verlieren an Einfluss.
Things are cooling off. The people will come to our side. Things are cooling off. Violence is abating. So, Laborinformationswissenschaften. Können wir mal gucken. Es ist immer noch ein bisschen hin. Orbitaler Schiffsbau ist fast fertig. Können wir hier irgendwo sehen, wie viel wir beigetragen haben? Der Widerstand hat 63. Die anderen sind hier bei 300. Aber ich habe auch relativ spät angefangen. Ja, wir sind jetzt schon bei 9,4, also es steigt auch langsam. So, hier haben wir auch 63. Da sind die. Das könnten wir vielleicht sogar noch aufholen hier. Und hier sind wir, ach, zu weit unten. Okay. So, jetzt gucken wir hier nochmal. Wie gesagt, am Anfang ist es hier so ein bisschen Min-Maxing hier. Wissenschaft sind wir eigentlich. Das ist minimal. Aber der Rest geht nach oben. Das ist okayisch. So. Cleaning things up. Ach so, wir sind noch gar nicht fertig. Okay. So, wie sieht's denn hier aus? Also die Initiative, ey, die macht sich hier super breit und die Akademie. Hat irgendjemand schon Amerika? Ne, ist noch komplett free. Krass. China ebenfalls. Wie gesagt, die sind super schwer einzunehmen und kosten halt super viel Punkte. Aber hier Deutschland und Europa. Ja, okay. Wir machen ja. So, wir brauchen unbedingt Verwaltung. Minus 10 Einkommen. Dafür kriegen wir aber hier ein bisschen mehr Wissenschaft. Und auch nochmal Verwaltung. Ich glaube, das mache ich. Das kostet ziemlich viel. Der Hadrian Trust. Ordentliches Einkommen. Sozialwissenschaftsforschung geht hoch. Das bisschen Kohle geht eigentlich. Überzeugung. Ach nee, wir kriegen hier. Das müsste eigentlich ganz gut sein. Ah, nee, es reicht nicht. So, das kostet ganz schön. So, der hat schon Rad. So, wir gehen hier erstmal raus. Der kann auch super viel. Der ist irgendwie nicht so loyal. Da habe ich echt Angst, dass der irgendwann mal weg vom Fenster ist. So, was haben wir noch? Die Kappa Security Group. Monatliches Einkommen geht zurück. Dafür kriegen wir hier diesen Operationsdings. Das kostet leider Einfluss. Das
Das würde ich auch unserer Verwaltungs... Aber kostet 2300. Aber die Wissenschaft geht hoch. So, wir sind wieder im Plus. Yay. So, können wir noch irgendjemanden aufleveln? Jawohl. Ja, wir müssen jetzt leider erstmal auf Verwaltung. Oh, warte mal. Können wir irgendwie... Wir könnten Paranoid entfernen. Die Nation mit Bla oder mehr können... Ah, deswegen konnte der das nicht machen. Betucht. Verdient gut. Ne, wir müssen Verwaltung hochhauen. So, wir sind fast durch. Schiffsbau müsste auch fertig werden. Das ist halt die Frage, was machen wir? Das geht alles nach oben, das ist gut. Bevölkerung geht nach oben. Wie gesagt, Beute ist egal. Der Ruhewert von 7. Ja, ich muss die leider noch... Ich bin noch am überlegen, ob wir einmal... eine komplette Standortüberwachung machen. Ready for my mission. Einfach um hier mal ein paar Leute zu auszusuchen. Standing by. Die können das nicht mal, das ist natürlich doof. We'll restore peace to this nation. What's the op? So. Der Rest geht eigentlich gut nach oben. Das ist auch super. Das geht runter. Ja, also, wie gesagt, das kann sein, dass das der absolut falsche Ansatz ist, den ich hier mache. Aber wir sind jetzt quasi dabei. Und ich brauche aber unbedingt mehr von diesen Missionskontrolle. Da müssen wir nachher immer noch mehr Punkte reinstecken. Aber ich versuche jetzt mal, die Wirtschaft und alles hier in Schwung zu kriegen. Und sobald das hier so ein bisschen stabilisiert ist, können wir hier mal den Rest noch angehen. Dauert ewig. Plus 0,04. Ja. So, bestätigen und go. Zumindest machen wir schon mal wieder ein bisschen Plus hier. Mom's last years were a blur of doctors and treatments. By that point, every movement was painful. The one thing she loved was her aquatic therapy. Whenever I was home on leave, I'd take her to the pool for hours. Weightless, smiling, free. Commander Fiona Ayawade, during a psychological evaluation. So, die alten Regeln der Luft- und Raumfahrt gelten nicht mehr. Wenn es weniger Luft und mehr Raum gibt, Schiffe, die für die Reisen, den Transport und den Kampf im Weltraum gebaut werden, sind vielseitiger, wenn Reibung und Luftwiderstand keine Rolle mehr spielen. Blablabla, die können jetzt erforscht werden. Weltraumkriegsführung, uhu. Schwefel, Wasser... Akkumulatoren, Thermalbatterien, krass. Raumdock. Wie gesagt, die können leider aussuchen, was sie als nächstes forschen. Elektrostatische Prinzipien im Vakuum. Um Schub zu erzeugen, Waffen anzutreiben und eins umzubringen, eins zu dämmen. Mhm. Wie gesagt, wir lassen das mal jetzt hier von der Forschung her so drin. Und gucken mal, wenn wir so bei der Hälfte oder so sind, ob wir es schaffen würden. Wenn nicht, bomben wir dann hier vielleicht nochmal einen rein.
We're winning their hearts and minds. Nice. Violence is abating. Molybdenkühler, okay. Wir ziehen unsere Mission schon aus. Ein Fraktionshauptquartier. Unser Kontrollpunkt in den Golfstaaten wäre mit einer Interessenfall. Ja, ja, bla bla bla. Okay. So, wir gucken hier nochmal hin. Oh. Leider etwas schlechter geworden alles. So, wir haben auch keine Leute irgendwie. Your orders? Initiating recon. Ready for orders. Haben wir hier irgendwo... Da ist ein Ratsmitglied. Hier unten auch. Ready to go. Where to? On Overwatch. Overwatch. Where do you need me? So, das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Hier ist es ein bisschen weniger geworden. Das sieht noch sehr gut aus. Was macht Kasachstan? Auch immer mehr, aber da könnten wir eigentlich auch mal wieder eine Öffentlichkeitskampagne machen. We'll make things safe. Eyes up. Eyes up. Wie zum Beispiel Akkumulatoren. Okay, brauchen wir aber nicht. Things are cooling off. Nice. We've moved the needle. Oh, bricht über Alien-Entführung. Im Kongo. Okay. Das ist gut zu wissen. Da werden wir auf jeden Fall hingehen. Entlaubungsmittel für Xenoflora. So, Geheimzellen, das ist cool. Stärke geringfügig unter Kapazität von Kontrollpunktmanagement. Nice. Jetzt machen wir wieder 1,7 Punkte Einfluss plus. So, jetzt haben wir hier einen Arsch voll neuer Technologien. So, das brauchen wir nicht, da haben wir noch Punkte. Ermöglicht den Bau Außenposten. Grundlage für kleinen Dings. Okay. Das kostet 5000. Das können wir wohl erstmal vergessen. Mhm. Labore. Ne, wir machen erstmal Außenposten. So, wir haben 43. Die haben schon 100, 155. Naja, das kriegen wir niemals hin. So, die haben 316. Wir haben gerade mal 118. Und das kannst du hier auch vergessen. Kernspaltung. Ich meine, wir kriegen ja alle die Technologie, aber... Wenn ich das hier runterhaue... Ups.
das hier nach oben. Vielleicht können wir die dann noch einholen. Aber 316 ist schon ziemlich krass. Aber wir gucken mal. Noch ist ja die Hälfte nicht erreicht. So. Die Frage ist so, genau, wir wollten hier... Achso, wir sind noch nicht fertig, okay. We'll recon the site. Where to? Where to? Der hier kann leider immer noch ziemlich wenig machen. Nee. Das ist gar nicht so schlecht. Kommando braucht er nicht. Überzeugung. Plus 5 Einigkeit. Ja, das würde ich denen auch nicht geben, weil wie gesagt, der ist nicht gerade der loyalste Dude. Eigentlich ist hier Klaus Schulz. Das ist der krasseste von allen. Der hat auch schon den Rat. Aber Kommando braucht er auch nicht wirklich. Aber das können wir hier ruhig machen. Das kostet nur Kohle. Überzeugung kann nie schlecht sein. Das kostet auch nur Kohle. Wie gesagt, wir haben ja auch einen Cap. Also hier, wir haben jetzt 6 von 9. Jetzt haben wir 8 von 9. Also der kann hier nicht unendlich nicht einnehmen quasi. Aber theoretisch ein bisschen hier würden wir mehr Wissen kriegen. Aber generell ein bisschen weniger Kohle. Das kostet auch 33 Einfluss. Aber plus Wissen 2%. Das läppert sich. Und wir kriegen halt noch ein bisschen mehr Einfluss. Wir nehmen mal das, dann ist er eh voll. Den können wir nicht aufleveln. Okay. Das würde ich ja gern hier noch nehmen. Das kostet überhaupt nichts. Gibt uns aber mehr Forschung und alles. Ja, das machen wir. Nice. Oh, genau. Wir können jetzt hier noch einen neuen rekrutieren. Sarah Connor. ja, wir nehmen Sarah Connor. So, ich würde gern was machen, was suchen kann. Also hier Standortüberwachung. Ratsmitglieder untersuchen wäre, glaube ich, auch nicht so bad. Dafür Alien-Aktivitäten, die ist ein Detektiv, lol. Standortüberwachung, ja. Ah, die ist absolut nicht loyal. Ich suche. Der sieht aus wie der andere Typ, aber der kann ja alles. Ermordung. Stimmt, wir brauchen jemanden, der Sachen entführen kann, ne? Warte mal. Ermordung braucht Espionage. Da hat er eine 6. Standardüberwachung. Ja, ich würde, glaube ich, den hier nehmen. Administration hat er leider gar nicht. Das hilft uns hier in dem Fall wirklich null. Aber ich brauche jemanden, der Leute ermorden kann. Nee, doch, der ist eigentlich gar nicht so bad. So auf Administration, aber das ist völlig egal. Den nehmen wir. Nice. Mal noch ein Ratsmitglied mehr. Kasachstan. Was machst du denn hier? Das geht langsam aber sicher nach oben. Wir sind schon bei 10. Das ist schon echt gar nicht so bad. Dafür ist der Rest halt noch so. Nee. Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir eigentlich nicht machen.
Ich muss jetzt nochmal ganz kurz gucken. Doch immer mehr Berichte, Thesen, Tiere und Menschen in Regionen, Abstand, LSD, Menschen. In Herkunft erforschen. Erforscht die globale Technologie Skywatch und Skywatch tiefe System und führen das Projekt Alien Herkunft durch. Greife erfolgreich eines der folgenden Assets der Aliens an. Einrichtung, gelandetes UFO, Habitat, Kriegsschiff oder Armee. Warte mal. Ready to go. So, der ist hier. Headed there now. Standing by for orders. Standing by for orders. Ready for orders. Acknowledged. So, warte mal, wo waren wir eben? Hier unten waren wir, ne? Ach, das ist... Da kann er auch nicht hin. Mittelguinea, da könnte er hin. Initiating surveillance. Machen wir eine Standortüberwachung. Die sind nur unzufrieden, aber das geht noch. Restore peace to this nation. Ready for my mission. Ready for my mission. Ja, hier geht leider alles nach oben, ne? 0,2. Okay. Hier sind super viele Operatives. Making our case. Das haben wir so gemacht, ne? Ich bin mal gespannt. Overwatch. Raumdock, okay. Versorgungsstation. Wir lassen nach und nach wirklich immer mehr freischalten. So, hier sind wir jetzt wirklich fast wieder unter unserem Cap. Das ist richtig gut. Public sentiment is increasingly with us. Aber wie gesagt, wir haben leider immer noch nicht mehr Mission-Kontrollpunkte. Das könnte uns nachher richtig in den Arsch treten. Recon complete. Ich habe durch meine Untersuchung von Alien in Kongo einige nützliche Informationen erfahren. Wir werden einen kleinen Bonus für unsere... Okay, schade. Oh, hier, Ziel abgeschlossen. Genau. Unser Ratsmitglied hat Ermittlungen zu einigen der Berichte entführt und durchgeführt und Anwohner lokale Behörden befragt. Die lokale Regierung streitet weiterhin jegliche Vorfälle ab und hat sogar alles dran gesetzt, uns aufzuhalten. Obwohl wir noch keinen Nachweis diesbezüglich haben, vermuten wir, dass andere Organisationen ihre Beziehung spielen lassen, um unsere Ermittlungen zu behindern. Trotz der Hindernisse konnte unser Ratsmitglied bestätigen, dass eine kleine, aber statistisch signifikante Anzahl von Personen und Tieren in den Bereichen seit dem Absturz der Aliens verschwunden ist. Das sind beunruhigende Nachrichten, trotz des geheimnisvollen Vorfalls. Der Aliens halten viele unserer Fraktionen an der Hoffnung fest, dass die neutrale Absicht nahmen, ja. Okay, Ziel abgeschlossen. Perfekt. Alles deutet darauf hin, dass die Aliens Menschen entführen. Aber warum? Versuchen sie zu kommunizieren und zu erforschen und zu jagen? Oder haben sie irgendwelche anderen Absichten, die für uns so abwegig sind, dass wir sie nicht begreifen können? Es gibt viele Fragen und wenig Antworten. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass die Entführungen stattgefunden haben. Unsere Analytiker haben vorgeschlagen, die Daten der Entführung genauer zu untersuchen, um eventuelle Muster oder Forschungswege zu entdecken. Früher das Projekt Alien-Strategien durch, sobald es verfügbar wird. Okay.
Interplanetarische Kriegsschiffe. So, das sind die Alien-Strategien. Die gucken wir uns gleich an. Aber wir machen auf jeden Fall gleich erstmal wieder einen Cut. So. Ja, ich will aber eigentlich lieber was zum Mond schicken. Der Mond ist 20 mal besser. Aber wir können da noch nichts hinschicken. Okay. Ansonsten wäre jetzt hier so ein Button hier unten. Momentan wirklich nur die internationale Raumstation und die Tiangong-Raumstation von den Chinesen. Nein, nein. Na egal. So, Moment. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Außenpostenkern, das können wir ändern. Wir sind hier bei 90 und die sind jetzt schon bei 250. Das kannst du wirklich knicken. Das heißt, wir können das hier runter machen und wenn wir das hier aber hochknallen, dann kriegen wir das hier, die vielleicht noch weg. Dann war ich hier bei 4. 388. Ich würde es, glaube ich, so lassen erstmal. Und hier Alien-Strategien. Glaubungsmittel, ja, das ist so krass. Labore. Machen wir hier diese Alien-Strategien, damit wir in der Mission vorankommen. So, das wird, glaube ich, noch dauern. Your orders? Your orders. So. Wozu? Das braucht einen Boost. Macht ja keinen Sinn eigentlich. So, wir gehen mal hier wieder zurück. Jetzt können wir uns hier wieder ein bisschen auf unser Land konzentrieren. Das dauert hier noch ewig, ne? Wir müssen jetzt hier leider mal ein bisschen zurückstrecken. Und uns mal langsam hier drauf vorbereiten. Wir haben jetzt die Länder hier lang genug versucht, hier rauszutreten. Jetzt sind wir dran. Wir versuchen ein bisschen Finanzmittel aufzubauen. Ist auch alles schön nach oben gegangen. Ist eigentlich ideal. Eine Marine aufbauen. Das ist natürlich auch interessant. Machen wir mal so. Einigkeit können wir lassen. So, hier Kasachstan. Tut mir wirklich leid, aber wir brauchen das und das. Armee brauchen wir hier nicht. Der Kasachstan ist wirklich nur dafür da, dass wir eigentlich Finanzmittel brauchen wir auch nicht, dass wir hier die Boosts bekommen. Dann sorge ich mal noch dafür, dass hier we'll restore peace to this nation. Das so weit unten ist. Perfekt. I will tell our story. At your service. At your service. Die sind eigentlich super in Frieden. Hier ist ein bisschen kritisch. Das könnten wir auch noch we'll make things safe. Runter machen. At your service. We'll turn down the heat. 6,9. We'll
make things safe. So. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Eine Sache noch, können wir irgendjemand noch aufleveln? Oh ja. Tuch brauchen wir nicht. So, wir machen Verwaltung. Wir sind fast wieder dran. Verwaltung. Oh. Der andere, den haben wir erst reingeholt. Können wir hier noch irgendwas Cooles machen? Wirklich nur dieses Kappa Security. Das brauchen wir aber nicht. Geheimoperation entwickeln. Dann können wir noch ein Ratsmitglied. Aber ich glaube, das wird ein bisschen dauern. So, dann bedanke ich mich erstmal fürs Zugucken. Wir bereiten jetzt langsam mal alles dafür vor, in den Weltraum zu gehen. Aber wir brauchen unbedingt noch diese Missionskontrolldinger. Boost sieht eigentlich schon mal gar nicht so bad aus. Das wird auch gleich nochmal steigen. Da haben wir jetzt nochmal ein bisschen was reingebuddert. Gibt es denn noch andere Länder, wo ich mir hier so einen Boost holen könnte? Das sind alles nur Ressourcenregionen hier. Wie sieht's denn hier? Das sind nur wirtschaftliche Kernregionen. Das gehört aber zum Vereinigten Königreich, okay. Wie gesagt, hier Amerika hat auch noch keiner versucht einzunehmen. Da sind sie jetzt alle dabei. Kosmodron. Ich würde gerne eigentlich wirklich nochmal Japan versuchen einzunehmen, aber hier, das ist auch alles. Australien. Hat aber auch hier null. Oh shit, die haben Japan reingekriegt. Die haben auch nur eine Missionskontrolle. Indien ist auch vorbei. Könnten Griechenland noch probieren. Aber wie gesagt, wir sind immer noch im Cap. Ja, werden wir sehen. Okay, ich bedanke mich aber erstmal fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr Tipps, Tricks, Anregungen habt, dann schreibt ruhig in den Kommentare rein. Da würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye, bye.